Bisher bei Brothers in Arms. Bevor mein Vater starb, sagte er, ein Soldat hat zwei Familien. Mit einer lebt man. Und mit der anderen geht man zugrunde. Ich wollte niemals Gruppenführer sein. Baker! Stell dich in die Tür! Aber ich hatte keine Wahl. Ich weiß schon gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal nicht von den Ereignissen in der Normandie geträumt habe. Als es noch gut war. Das heißt, ich kann das in England nicht verpfänden? Alan, auf der Seite steht für Matthew. Na und? Es gibt bestimmt jede Menge Matthews in England, die alle gerne eine kitschige Silberpistole hätten. Lass mal sehen. Junge, die Kanone wiegt ja eine Tonne. Damit könnte man glatt Superman durchlöchern. Superman kann von gar nichts durchlöchert werden. Damit ging es. Träume, die ich nicht vergessen kann. Baker! Tut mir so leid. Leggett, was ist passiert? Er hat die Wahrheit nicht ertragen. Wollt ihr mich haben? Aber er hielt bis zum Ende der Mission durch. Verdammt, kommt doch! Und bis zu seinem Ende. Es wurden Helden geboren. Wir warten auf den Rauch. Wenn wer schreit, schießt. Schreit er auf Deutsch, schießt nochmal. Nach unserem Sieg in der Normandie ist viel passiert. Und ebenso viel geschah davor. Mama sagt, ich darf die nicht behalten. Tut mir leid, Papa. Es war so viel passiert. Immer weiter schießen, dann sterben wir auch nicht! Es war so viel passiert. Heimst du wieder alle Lorbeeren ein? Na klar. Hat's einen an der Front erwischt? Hast du das mit Legge? Ja. Nein, es hat keinen erwischt. Ein verdammtes Wunder. Es war so viel passiert. Und das war erst der Anfang. Hat ihn einer gesehen? Der verdammte Rauch! Ich kann nicht sehen! Meine Augen brennen! Weitersuchen! Tut mir leid, Sarge. Ist nicht schlimm. Das hast du gut gemacht. Ist sie in Sicherheit? Ja. Ihr geht's gut. Lügner!
Er ist tot. Matt, er ist tot. Wir müssen los. Sieh mich an. Auf geht's, Matt. Mir nach. Geht runter her. Wir müssen weiter. Scheiße! Pass auf! Scheiße, noch mehr Deutsche, runter mit dir! Erschieß sie, Matt, erschieß sie! Verdammte Amis! Das Feuer, Alter! Weiter schießen, ich geh los! Was zeichnet einen guten Soldaten aus? Hirn oder Herz? Die Frage hat mir mein Vater mal beim Frühstück gestellt, als ich 7 war. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, weil er sie mir nie beantwortet hat. Er war der klügste Mensch, den ich je kennengelernt habe. Aber in seiner Gegenwart habe ich mich immer wie ein Idiot gefühlt. Und er hat mir immer wieder gesagt, ich würde nicht wie 18 aussehen. Tust du auch nicht. Doch, natürlich. Hey, könntest du mal für mich mit Corian reden? Sam, warum? Der hat mich auf dem Kieker. Mal sehen, was ich tun kann, Frankie. Mach dir keine Sorgen. Hast du das selber geschrieben, Beans? Nenn mich nicht Beans. Du willst mir also erzählen, dass du rein gar nichts über die Pistole weißt? Ich weiß von nix, Dawes. Nur das, was die Jungs sich zusammengereimt haben. Würdest du sie nehmen? Es sind Menschen gestorben. Reite nicht immer auf derselben Sache rum. Du hast meine Frage nicht beantwortet, Cortland. Hey, Corian,
Gehen wir immer noch um 13 Uhr auf die Schießbahn? Oh, ja, ich komme gleich zu dir, Jack. Er ist zu jung. Sam, ich weiß, das ist eine Grauzone. Aber der Kerl ist wirklich was Besonderes. Schießt ausgezeichnet. Trifft eine Münze auf 50 Meter. Eine Münze. Aber er hat überhaupt keine Kampferfahrung. Alle haben Ersatz bekommen. Aber wir haben einen guten Mann gekriegt. Ich verbürge mich für Frankie. Wir werden sehen. Jess, du musst mir ein bisschen Farbe besorgen. Klar. Ich gehe Farbe für Sie klauen, Sergeant. Organisieren, Private. Und was dann? Wir sind die Speerspitze, Jess. Wenn wir angreifen, müssen wir gut aussehen. Geht klar. Warum sagst du sowas? Da hinten ist er doch. Halt die Klappe, Mussolini. Dich hat keiner gefragt. Paddock, ganz ehrlich, ich hab die Schnauze voll von dir. Was zum Teufel ist hier los? Paddock hat was gesagt, was nicht gerade nett war. Wenn mir hier auch nur ein Kratzer an euch auffällt, heißt das eine Woche lang Küchendienst und Latrinen säubern. Ich weiß, langsam zeigen wir alle Nerven. Ich weiß, dass wir alle endlich loslegen wollen. Aber so einfach ist das nicht. Wäre aber besser so. Dann schlag das doch mal General Montgomery vor. Hast du einen Stift? Der Plan bleibt derselbe, Leute. Wir hauen die deutsche Front zu Klump, dann geht's direkt weiter nach Berlin. Wir hauen Hitlines auf die Fresse, gewinnen den Krieg und sind Weihnachten wieder zu Hause. Hey, Paddock. Was willst du, Kleiner? Kleiner Vorschlag zur Güte. Wenn du schon schummelst, dann pass auf, dass du nicht zwei Pickdamen in der Hand hältst. Oh, du alter Schweinepriester, Paddock. Hey, Jess! Ja, Red? Hast du mir die Farbe besorgt? Wird erledigt! Ist Mac immer noch mit Cole unterwegs? Tja, er hat es zum First Sergeant geschafft. Wundert sich da noch jemand ein bisschen drüber? Ist so, als würde man seinen alten Chef wiedersehen. Cortland, Mac hat dafür gesorgt, dass wir die Normandie überlebt haben. Wir schulden ihm was. Was ich tun musste, um das Zeug zu besorgen, willst du nicht wissen? Red, ist das wirklich okay? Tja, wir haben uns alle Funkkennungen ausgesucht. Das wird uns mit den Jeeps helfen. Und machen die Deutschen mit unseren schrecklichen Zootieren platt. Scheiße, ein Zebra! Das Zebra an sich ist sehr gefährlich. Schwertfische sind ganz schön hart im Nehmen. Meinem Kumpel Nathan hat mal einer die Hand mit seinem... Was haben die? Ein Schnabel? Durchbohrt. Wie ist das andere Ding noch? Tukan. Hey, ich hack dir die Augen aus, Mann. Okay, okay. Männer, ich bin kein großer Redner. Dafür war immer Mac zuständig. Aber morgen geht's in die Niederlande und wir werden dort für die Panzer den Weg freimachen. Also, schlagt euch den Bauch voll und schlaft euch aus. Das wird für eine ganze Weile das letzte Mal sein. Der Boden ist verdammt nah! Wird schon gut gehen. Woher weißt du das? Wodurch zeichnet sich ein guter Soldat aus? Durch sein Hirn oder sein Herz? Holt den Jeep da raus! Wir müssen unseren Treffpunkt erreichen! Wir haben hier zwei Aufgaben.
Erstmal wird die Landezone für die Gleiter gesichert. Sam, Zeno, eure Aufgabe. Und wir müssen noch einen Bericht von einem gewissen Nick besorgen. Der ist beim holländischen Widerstand, irgendwo auf einem Bauernhof hier in der Nähe. Ist das der Bauernhof? Ja, ganz genau. Jasper, Connor und ich, wir holen das MG. Los, Beeilung! Ich bin Nicolas. Ich will euch helfen. Ich habe eine Karte gezeichnet. Da sind ein paar deutsche Stellungen vermerkt, die ich entdeckt habe. Wir müssen uns beeilen. Oh, der spricht aber gut Englisch. Ja, das stimmt. Wir müssen vorsichtig sein. Auf der anderen Seite der Mauer sind Deutsche. Ich muss zurück zu meinem Sohn Peter. Er will unbedingt kämpfen. Und wenn ich nicht bald zurück bin, fürchte ich, wird er es auch tun. Viel Glück, Sergeant Baker. Ich wusste, dass ihr hier aufklären solltet, aber dass ihr in unserer Landezone auf uns warten würdet, hätte ich nicht gedacht. Sir, einige dieser Männer Baker? Haben... Ja, ich weiß noch. Mein Namensgedächtnis ist nicht sehr gut, aber ihren habe ich nach dem D-Day oft gehört. Vielleicht könnt ihr mir ja einen Gefallen tun. Die Division hat einen ganzen Haufen Lastensegler nach Süden geschickt. Ich habe schon einen eurer Jeeps per Funk hier hinbeordert. Auch in Holland sollte man verdammt nochmal Platz machen, wenn einer hupt. Tut mir leid, Sir. Wir sind jederzeit abmarschbereit, Sergeant. Wie zuverlässig sind unsere Aufklärungsberichte? Wissen wir, ob die Deutschen die Gleiter angreifen werden? Wäre eine ziemlich dumme Idee. Können wir nicht sagen, deswegen heißt es ja Aufklärung. Oh ja, ich bin mir der Folgen durchaus bewusst. Wir gehen zuerst drauf und schützen so die oberen Chargen. Verstehe. Das Evangelium nach Holden. Wir haben unser gesamtes Zeug nach der Kontaktaufnahme mit Sink einsammeln können. Er hat uns befohlen, mit ihm und der 506. nach Zone zu marschieren. Bei dem Crash wurde mein Jeep beschädigt. Gegen einen Baum ist er gefahren. Die Lenkung hat nicht richtig funktioniert. Oh nein, ein verdächtig platzierter Baum. Könnte auch ein getarnter Deutscher sein. Geht in Deckung, Männer. Ich rette uns. Los, Leute, auf geht's. Sam Corian hat vor dem Krieg in einer Textilfabrik in Augusta in Georgia gearbeitet.
Ich habe nie erlebt, dass er einen meiner Befehle verweigert oder angezweifelt hätte. Trotzdem stimmt da irgendwas nicht. Man sieht es an seinen Augen. Dreimal ist er jetzt schon bei der Beförderung zum Sergeant übergangen worden. Beim nächsten Mal schmeißt er die Brocken hin. Wenn er könnte, würde er die ganze verdammte Armee anführen. Dieser Schweinehund beschießt uns seit ein paar Minuten mit seiner 88. Wer, Sir? Der deutsche Befehlshaber heißt Auckland. Die schießen in die Wälder, um uns ins Freie zu treiben. Die Zivilisten sind ihnen völlig egal. Ihr werdet also diese 88 finden und vernichten. Wir sammeln uns an der Brücke von Son. Verstanden, Sir. Jasper, hol die Bazooka nach vorn. Frankie, hierher! Was? Das bringt Glück. Auf geht's! Das Ding hat einem Freund von mir gehört. Und mir den Arsch gerettet. Ich bringe Jasper und die Bazooka zusammen mit einem Feuerteam an den Stadtrand. Ich führe die zweite Gruppe und Zenovich durch die Straßen. Wir geben euch Deckung, wenn wir können. Zenovich, du gehst mit Red. Verstanden. Das wird nicht mehr lange halten. Sobald wir die Brücke erreicht haben, dürfte Sink nicht weit hinter uns sein. Auf geht's. Mein Englisch ist nicht gut. Danke, ich gebe Ihnen die hier. Nehmen Sie nur, nehmen Sie. Verdammt noch eins, Corian, Zigarren. Sieh dir das an. Ich nehme ein paar. Du bist nicht mal alt genug, sie zu rauchen. Ich glaube, die wissen nicht, dass der Krieg hier noch nicht vorbei ist. Doch, das wissen die. Deswegen bedanken die sich ja, Frankie. Ganz schön unvorsichtig, Frankie. Ach, lach doch mal, Corian. Das ist nur... Das kommt schon wieder in Ordnung. Das kommt schon wieder in Ordnung. Frankie, wir müssen los. Halt durch! Los, Frankie! Wir können ihm helfen! Ich will, dass du meine Befehle befolgst. Ja, die 9 Sekunden, die ich mit ihm verbracht habe, bevor er starb, waren bestimmt eine unheimliche Zeitverschwendung. Keine Zeit für diesen Scheiß.
Unterdrückungsfeuer auf das MG! Passt auf. Thank you.
Ich fürchte, das hier ist so eine Patze. Ich zähle 15, vielleicht auch 16 an der Brücke. Von der 8-8 auf Rädern mal abgesehen. Sink hat gesagt, die wäre unbeweglich. Keine Ahnung, wann der Colonel der 506. auftaucht. Mit unseren beiden Gruppen können wir sie bestimmt so lange behalten und zurückdrängen, bis er da ist. Auf 3! 3! Bewegung! Bewegung! Verbringst mehr Zeit auf deinem Rücken als die Schwester von Paddock. Leg mich, Red!
setzt über den Fluss, schaltet die 88 aus und sichert den gottverdammten Abschnitt. Parker, hol Captain Wilder an die Strippe und sag ihm, das 30. Überquert den Fluss! Nutzt die Trümmer als Deckung! Wie kommen Sie wieder über den Fluss? Was hat er gesagt? Keine Ahnung. Ich kann immer noch nichts hören. Wie meint Sir? Wie verdammt nochmal kommen Sie wieder über den Fluss? Okay, diesmal habe ich Schuss verstanden. Vielleicht ist er besoffen. Wir schwimmen einfach über den Schuss zurück, Sir! Okay. Geht's dir gut? Kumpel, alles klar mit dir? Brauchst du einen Arzt? Nein, mich hat's nicht erwischt oder so. Oh, was ist denn dann mit dir los? Wer bist du? Pfadfinder bei der 502. Ein englischer Bastard eines reichen Vaters und einer armen Mutter. Such dir einfach was aus. Wie heißt du? Kevin. Sag mal, Kevin, glaubst du an das Schicksal? Dass wir alle was Wichtiges im Leben erledigen müssen, bevor wir sterben? Leggett, erzähle niemandem, was du mir gerade gesagt hast. Warum? Weil sie dich sonst umlegen. Darf ich dir ein Geheimnis verraten? Willst du Kaffee, Baker? Mac will mit dir reden. Was ist mit dir, Frankie? Glaubst du an das Schicksal? Ah, nicht schon wieder dieser Mist.
Ich nehme mir lieber einen Kaffee. Ich mein's ernst. Mann, ich weiß es nicht, Dawes. Manche Leute werden erschossen, andere nicht. Das ergibt doch überhaupt. Stell dir mal folgende Frage. Könnte ich den ganzen Tag eine 10 Kilo schwere Knarre rumschleppen und damit ballern? Lebst du in der Fantasiewelt? Ist es hier etwa schön? Ich trage eine gottverdammte Bazooka. Alles in Ordnung? Wer ist da? Das ist Lieutenant Colonel Cole, Matt. Was? Wie? Was? Hier sind überall Crowds! White One, wir brauchen sofort Unterstützung, verdammt! Wiederholen Sie! Over! Hier ist Kick-Off Blue! Hier wimmelt es nur so von Jerrys! Wir brauchen sofort Unterstützung! MGs, Mörser, Agi, die feuern aus allen Rohren auf uns! Es ist mir scheißegal, was die dir da für ein Mist erzählen! Solange du noch atmen kannst, schreist du in dieses gottverdammte Funkgerät! Und halt den Kopf unten! Hier Kick-Off Blue! Kann mich jemand hören? Doran! Runter mit deinem verdammten Kopf! Bob! Bob! Als unsere Mustangs auf uns schossen, hat ein paar Männern befohlen, Erkennungszeichen im Feld anzubringen. Er war hinter ihnen und... Tja, er hat die Erkennungszeichen korrigiert. Warum sollte er... Matt, ich weiß es doch auch nicht. Er hat das ein paar Mal gemacht und dann... Dann kam der Schuss. Den Schützen haben wir nicht gefunden. Nur seine Strichliste auf dem Fensterbrett. Ich meine, er war da und dann wieder nicht. Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Ist nie so. Soll ich ein Lineal holen? Ich habe auf Roselli gesetzt. Red. Ich muss mal kurz mit dir reden. Das ist ein furchtbarer Verlust, Sergeant. Haben Sie das Schwein erwischt? Sir? Ja, Sergeant? Haben Sie schon von der Division erfahren, wohin die Aufklärung gehen soll? Ich vermute mal, Sie wollen denen das selbst sagen, Sergeant. Jawohl, Sir. Sehr gerne, Sir. Warum hat er das gemacht? Warum war er so verflucht leichtsinnig? Red, er hat jede Menge Leben gerettet. Und wie viele Männer müssen bald sterben, weil er sie nicht mehr führen kann? Es geht hier nicht nur um ein Gefecht, Matt. Wär's dir lieber, er wäre noch da und hätte keine Soldaten mehr zum Führen? Wie viele Leben ist dir ein Offizier wert? 20? Oder 40? Du weißt genau, ich schätze... Ist hier alles in Ordnung? Wir quatschen nur. Was gibt's? Die Division schickt deine Leute nach Eindhoven. Da trefft ihr euch mit Zink und der 506. Ihr vereinigt euch mit dem 30. Korps. Viel Glück. Das war's? Wenn du meinen Ratschlag willst, und den willst du, sieh zu, dass es da nicht rumst. Mir egal, wie viel Dreck ich in den letzten beiden Tagen schlucken musste. Ohne diese Jeeps müsste man überall zu Fuß hinlaufen. Wann darf ich denn mal fahren? Sobald die Army Traktoren verteilt. Ihr Ladies müsst der 88 mit euren Jeeps in den Rücken fallen. Die ist direkt die Straße runter. Ihr fahrt durch die Felder und geht in der Kirche in Stellung. Dann erwischen wir sie mit runtergelassenen Hosen.
den Rest deiner Freunde so schnell wie möglich hinterher. Alles klar mit dir? Ja. War nur ein Kratzer. Ach, au. Das war er. Das Schwein hat Cole erschossen. Los, zurück zu den Jungs. Ich habe Amerikaner gesucht. Oh, Sie sind es. Ihr Gesicht sah bei unserem letzten Treffen aber besser aus. Hier in der Nähe stehen zwei von diesen großen Kanonen. Und ich habe ein Munitionslager und ein Treibstoffdepot gesehen. Ich habe eine Karte gezeichnet für jemanden, den ich finden würde. Verteilt euch. Überprüft eure Waffen. Sorry, es ist nur, mein Sohn Peter, er ist weg. Ich mache mir große Sorgen. Er ist mir gefolgt und ich habe ihn verloren. Es ist alles meine Schuld. Er hat meine Pistole, um sich zu schützen. Nicht, um sich zu rächen. Und dann hat er so ein seltsames Messer gezogen und wollte mich abstechen. Und was ist da mit dem Messer passiert? Und wohin jetzt? Hast du einen Jungen gesehen? Was? Ich habe gerade Nick gesehen. Sein Junge hat sich hier irgendwo verirrt. Wie sich Red hier wohl fühlt. Mein Gott. Nicks Gesicht. Das Gesicht eines Mannes, der gerade seinen Sohn verloren hat. Manche Fragen kann man seinen Freunden im Leben nicht stellen. Wie war das, als du deine schwangere Frau verabschiedet hast und in den Wagen gestiegen bist? Was ist das für ein Gefühl, die ersten beiden Geburtstage deiner Tochter zu verpassen? Und wenn du vor ihrem dritten stirbst? Konzentriert euch mal kurz, Leute!
Das ist die Karte, die der Holländer angefertigt hat. Sie zeigt ein Industriegebiet, das wir für das 30. Korps freiräumen müssen. Wilder hat gesagt, die Crowds sind über den ganzen Bereich verteilt. Und die Roten? Meine Fresse! Was machen die da? Die danken dir. Na, bitteschön! Das rote Gekritzel sind die deutschen Stellungen, die er gesehen hat. Vielleicht stimmen die sogar noch. Wilder hat auch gesagt, dass der vorgeschobene Beobachter des 30. zu uns kommt. Wir kriegen also Panzerunterstützung. Und dann sehen wir mal, ob wir den Jungen finden. Was ist das überhaupt für eine Geschichte? Sollen wir den suchen oder was? Wir sollen unseren Job machen. Er ist doch nur ein Junge. Bist du Baker? Redwood mein Name. Wir sollen euch helfen, damit ihr es durch die Scheiße hier schafft. Und damit der Weg für meine Jungs vom 30. sicherer wird. Ich mach, was du sagst, aber pass auf, dass ich nicht draufgehe. Nimm das hier, dann passiert uns nichts. Im Vergleich zu eurem US-Tommy ist es wieder auferstandene Jesus. Antreten! Roger, auf dem Weg! Bewege mich zu dieser Stelle! Bewege mich, Sarge! Oh, Scheiße. Ich weiß. Wir haben die Crowds aus dem Aufzug umgelegt. Das heißt, sie warten wahrscheinlich oben auf uns. Ich weiß. Mein Gott, sind wir bescheuert! Ich weiß!
Schaltet die 88er aus! Sofort! Sir, hier ist King White One! Genau darauf habe ich gewartet. Noch mehr Zielscheiben! Aus dem Weg! Ich kann nicht schießen! Das sind unsere Jungs! Pass auf, wo du hinzielst! Dort drüben sind Zivilisten! Wartet! Ich lauf dem Jungen nach! Komm nicht dichterbij. Ich kenne jou nicht. Okay, ich tu dir schon nichts, Junge. Ich hab noch einen Kogel und die gebruik ich, als es muss. Dein Vater sucht schon nach dir. Ich schiet, hoor. Ich kenne dich. Ich kenne Nicolas. Danke. Es ist mir peinlich, aber ich kenne noch nicht mal Ihren Namen. Wie war das, Beans? Ich habe noch nie ein Mädchen geküsst. Also nur meine Mutter oder so. Die zählt nicht. Natürlich zählt die. Hast du die Fotos gesehen? Es gibt Fotos?
Lass dich nicht veräppeln, Frankie. Ich habe auch erst mit 17 eine Dame geküsst. Die Jungs haben mir gesagt, du fragst alle nach Sachen, die nach dem D-Day passiert sind, so Sachen über Leggett. Es ging um die, die diese Pistole berührt haben. Sie sind alle tot. Aus irgendeinem Grund scheinen das die anderen gar nicht mal so seltsam zu finden. Doch, tun sie. Die haben Freunde bei der Sache verloren, die du da ansprichst. Ist nicht einfach, darüber zu reden. Und wieso kannst du es trotzdem? Weil ich jedes Wort davon glaube. Ja, und wir sind sowas wie die Helden bei der 101. Wir retten anderen den Arsch. Und du verstehst kein Wort von dem, was ich da sage, oder? Alles klar, Süßer. Wir müssen weiter. Ich komm wieder auf dich zu! Wir haben den Kontakt mit dem 30. Korps hergestellt und unseren Teil erledigt. Glaubst du, wir sind rechtzeitig zu Hause? Montgomery meint, das 30. Korps wäre keine 2 Tage hinter dem Plan. Ist es aber. Warum so eilig, Red? Ich will meine Tochter sehen, bevor sie 3 wird. Sanovic ist mit Cortland und Frankie in der Gegend auf Patrouille. Hoffentlich lassen uns diese deutschen Penner heute Nacht in Ruhe. Du hast wirklich eine ganz besondere Art, dich auszudrücken. Ist das die Knarre? Ja, ich musste sie in Eindhoven benutzen. Der Junge hätte mich fast erschossen. Er versteht die ganze Sache hier nicht. Du denn? Wie bitte? Ob du das alles hier verstehst? Kaufst du mir die Sache ab? Glauben kann man nicht kaufen. Diese Männer sind mit einer Pistole in der Hand gestorben, die du nach Aussage von einigen hier aus Angst nicht nehmen wolltest. Tut mir leid, aber ich glaube nicht an Zufälle. Sie hat meinem Vater gehört, deswegen wollte ich sie nicht. Ja, der auch mit ihr in der Hand gestorben ist. Was willst du hier beweisen, Dawson? Dass du was zu verbergen hast. Leggett, Allen, verschwindet sofort! Ich hab nichts zu verbergen. Ich kenne jemanden, der anderer Meinung ist. Was? Hey, hast du das gehört? Allein bin ich schneller als Gruppe, schaffen wir es nicht. Frankie, sie versteht kein Wort. Braucht sie auch nicht. Wenn du ihr nachläufst, wirst du sterben. Und wenn nicht, was dann? Rette du so viele, wie du willst, aber lass mich die hier retten. Tu's nicht. Lass mich die hier retten. Frankie, tu's nicht. Nur diese eine.
Das ist Marsh. Sie kamen aus dem Nichts. Schüsse aus einem brennenden Gebäude. Keine Ahnung, was es war. Es hat einfach mehrmals geknallt. Woher wusste Paddock Bescheid? Wie konnte Paddock das nur wissen? Zu viele, denen man helfen muss. Red, alles okay. Sieh mich an, Red. Es ist alles okay. Wir werden ihnen helfen. Red! Ich habe ihn unter einer Mauer gefunden. Was ist mit ihm passiert? Ich war mit Fryer in ihrem Haus. Nur mal nachsehen. Das Gebäude nebenan ist auf das Haus gekracht. Einfach so. Wo ist Nicholas? Wo ist dein Vater? Paddock, wo? Er ist tot, Baker. Peter, du hörst mich, Peter. Du hörst mich, weil alles gut werden wird. Matt, wir müssen los. Peter, bitte. Er ist tot, Matt. Sieh mich an. Es gibt noch 1000 andere Menschen, die jetzt unsere Hilfe brauchen. Hier sind überall Deutsche. Das wissen wir. Du musst uns Deckung geben.
Frankie! Junge, tu das nicht. Also, ich hätte nicht gedacht, dass es so sein würde. Ich habe geglaubt, wenn ich einen Menschen rette, hat es sich gelohnt, dass ich hier bin. Ich habe sie gefunden. Wir sind hier stecken geblieben. Da habe ich sie weggeschickt, bevor die Crowds kamen. Frank, komm runter. Ich muss dir was sagen. Tu's nicht. Spiel jetzt nicht meinen Papa. Geh zurück. Geh einfach zurück und lass sie mich retten. Bitte. Tut mir leid, Sarge. Ist nicht schlimm. Was hast du gut gemacht? Ist sie in Sicherheit? Ja. Ihr geht's gut. Lügner. Er ist tot. Matt, er ist tot. Wir müssen los. Zieh mich an. Auf geht's, Matt. Mir nach. Geht runterher. Wir müssen weiter. Scheiße! Pass auf! Noch mehr Deutsche! Runter mit dir! Erschieß sie, Matt! Erschieß sie! Weiter schießen! Ich geh los!
Da ist niemand, Matt. Er wusste es nicht besser und dachte, er täte das Richtige. Wir sollten das respektieren. Ja, aber ich bin trotzdem draufgegangen. Ja, bist du. Dass sie ihn erwischt haben. Er war immer so quicklebendig. Er hat einige mitgenommen. Ging es wenigstens schnell zu Ende? Eigentlich nicht. Tut mir leid. Ich wollte nicht. Tut mir leid. Der Jeep fühlt sich so leer an. Stopp den Jeep! Was? Stopp den verdammten Jeep! Und jetzt? Dawson musste wohl mal pissen gehen. Und dann? Pisst er einen Tommy an? Wo hast du den geklaut? Was? Kumpel, das machst du besser nicht nochmal. Wo? In Eindhoven. Ich dachte, den wollte keiner mehr haben. Da hast du dich geirrt. Mike, was zum Geier machst du da? Weißt du, Baker, ein paar Minuten habe ich dir deinen Scheiß geglaubt. Was zum Teufel ist los mit dir? Ist doch nur ein Tommy in amerikanischer Uniform. Komm runter, ja? Sieht das hier nach Zufall aus? Warum hast du Jasper erlaubt, das auf die Haube zu schreiben? Zu der Zeit war es lustig. Und jetzt? Mal so, mal so. Ja, wenn der Gang noch einmal klemmt, schieße ich das Scheißding in Stücke. Wir hauen ab. Lasst ihr mich hier im Stich? Hören Sie mal, Herr Kommissar, wir lösen hier keinen Scheißkriminalfall. Wir müssen nach Odenrode. Marsh und der neue Junge waren also die einzigen Verluste? Bis jetzt ja. Darf ich frei sprechen? Junge, nur falls du es noch nicht gemerkt hast. Wir sind hier nicht im Hauptquartier. Brauchst nicht so höflich zu sein. Schieß los. Irgendwas stimmt mit Baker nicht. Was meinst du? Sag ihm nicht, dass ich dir das erzählt habe. Aber er hat Dinge gesehen, die gar nicht da waren. Er nimmt sich das alles so zu Herzen, verstehst du? Wenn Menschen sterben. Und wie gehst du damit um? Alles Gute hat seinen Preis. Bewegung, Fryer! Ich baller nur mal eben durch den Motorblock und dann bin ich schon unterwegs. Paddock, du schießt nicht auf den Jeep, klar? Ich glaube, wir brauchen alle mal eine Pause. Ja, ich glaube, du hast recht. Warte, was machen wir jetzt mit Baker? Tja, du musst wohl mit ihm reden, Red. Du hast mir noch gar nichts erzählt, weißt du noch? Wie geht's deiner Hand? Komisch, dass du mich das fragst. Au! Was sollte das denn? Meint man gar nicht, dass das so lange her ist, was? Ehrlich gesagt, fällt mir das nicht so auf. Ist ein bisschen egoistisch, sich so über den Verlust deines Fingers aufzuregen. Wo hast du denn deinen Ehering? Den trage ich um den Hals. Irma würde mich glatt wieder hier hinschicken, wenn ich das Ding verlieren würde. Ich würde mich gerne 5 Minuten mit General Taylor darüber unterhalten, wie sehr ich solche Kolonnen mag. Hä? Zeno! Wir stehen hier wie auf einer Parade. Ein leichtes Ziel. Wir stecken im Stau? Im Krieg? Ich sag ja nur, 5 Minuten und wir würden nicht immer liegen bleiben, wenn irgendwas kaputt geht. Der Treffpunkt ist Checkpoint 18. Ist wohl ein Café. Wir sehen uns da. Und nicht trödeln.
Brauchst du Hilfe? Wir sind vor circa einer Stunde vom 30. Korps getrennt worden. Die verdammten Crowds sind zu gut versteckt. Könnt ihr uns vielleicht helfen, die Straße hochzukommen? Danke für die Hilfe, Kumpel. Ich leg ein gutes Wort für euch Yankees ein. Das meiste ist ranzig. Ranzig kann man immer noch essen. Oh, Matt. Ich muss dir was sagen. Wegen... Das machen wir unter vier Augen. Die Männer müssen wissen, was los ist. Was ist denn los? Matt, gib endlich zu, dass du im Lazarett mit entladener Waffe auf die Mauer geschossen hast. Ich hab doch nicht. Hast du wohl. Bist du irgendwie verrückt oder bekloppt oder so? Nein. Mir geht's gut. Das war nur das eine Mal, Red. Matt, ich habe dich durch ein Lazarett torkeln sehen. Ich habe nach Frankie gesucht. Wenn du deine Männer besser im Griff hättest und nicht immer einen auf besten Freund machen würdest, müsstest du sie nicht suchen. Baker! Oh, Scheiße. Baker, dein Gesicht! Wir holen dich hier raus! Red. Wo ist Red? Nicht sprechen! Leg ihn hin! Leg ihn dahin! Geht's ihm gut? Leg ihn einfach hin! Zieh mich an, Fryer! Los, Mann! Du schaffst das schon! Zieh mich an! Wie schlimm? Er atmet nicht, er braucht Platz! Red, ich weiß, du hörst mich. Red, du musst atmen. Red, du kannst atmen, versuch es. Colin. Er ist nicht tot, sag nicht so einen Scheiß. Atme verdammt nochmal, Red, du musst atmen. Sam, wir können nichts mehr tun, wir müssen weiter. Nein! Los doch. Los doch. Los, Joe. Ich sagte, los doch, Red. Wir müssen zu einem Verbandsplatz gefahren werden. Wir sind zu fertig. Wenn wir weiterkämpfen, machen wir es nur noch schlimmer. Leg Fryer hinten in den... Ich hab ihn. Sorry. Wie sieht's mit deiner Einsatzfähigkeit aus? Ganz gut. Ich hab immer wieder gebettelt. Nehmt mich und nicht die. Aber mir hört ja keiner zu. Frankie war noch ein Kind. Ich sagte doch, nenn mich nicht mehr so. Und Ray? Keine Ahnung, ob er es schaffen wird. Gott verdammt. Du kannst ihn nicht haben. Noch eine Forderung, die du nicht untermauern kannst. Du kannst ihn nicht haben? Sind Sie Baker? Jawohl, Sir. Ich muss Sie kurz sprechen, Junge. Der Verbandsplatz hat gemeldet, dass Sergeant Hartsock nicht wiederkommt. Die letzten Tage waren hart. Deswegen wollte ich persönlich mit Ihnen reden. Ich verstehe. Mein Junge, ich bin im Namen von Captain Wilder hier hingekommen. Normalerweise würden wir euch nicht darum bitten. Aber es muss weiter aufgeklärt werden. Die Zeit ist knapp. Ich mache sowas sonst nicht, aber Sie kennen diese Männer am besten. Ja, Sir, das stimmt. Wer wäre der beste Anführer der zweiten Gruppe? Corporal Paddock, Sir. Sicher, mein Junge? Ganz sicher, Sir. Dann setze ich ihn von der Beförderung in Kenntnis. Ihr macht eure Sache gut, Jungs. Das war's also. Sam... Was? Ich hab doch immer alles für dich getan, Matt. Ich hab jeden deiner Befehle bis ins Detail ausgeführt. Darum geht's nicht. Worum denn dann? Wegtreten, Sam. Wegtreten. Wegtreten. Wir waren beide Corporal, Matt.
Und ich glaube, dass dich das einen Scheißdreck interessiert. Was? Ich sorge dafür, dass du am Leben bleibst. Du befolgst meine Befehle oder du stirbst. Das waren deine Worte. Das hast du Frankie direkt ins Gesicht gesagt. Und dann ist er in meinen Armen verreckt, weil du ihm das nicht klar machen konntest. Hat jemand was Neues von Red gehört? Schafft er es oder nicht? Ich habe Doc Gideon ganz kurz gesprochen. Er sagte nur, dass Red lebt. Mehr habe ich nicht aus ihm rausgekriegt. Wenn wir wieder in Uden sind, gehen wir ihn besuchen. Das wird... Mörser! Unter Beschuss! Guck auf die Straße! Wenden! Wenden! Scheiße! Alle Mann in Ordnung? Uns geht's gut, seht nach den anderen Jeeps. Corian ist am Boden! In Deckung! Sam! Sanitäter! Ich brauche hier sofort einen Sani! Wie lange ist er schon bewusstlos? Ungefähr 10 Minuten. Bringen wir ihn rein. Wir ziehen wieder los. Zurück über den Hell's Highway durch Wegel. Weitergehen. Ich weiß Bescheid über Kevin. Ich kenne keinen Kevin. Private Kevin Leggett. Ich habe ihn bei Carenton getroffen. Er war über irgendetwas kreuzunglücklich. Und er hat mir auch ziemlich schnell erzählt, was das war. Was willst du? Genau das, was ich dir vor der Sache mit Matthew erzählen wollte. Dass du wegen dieser toten Soldaten was zu verbergen hast. Alan und, wie der andere heißt, habe ich vergessen. Garnett. Ganz genau, ja. Sag du's ihnen, sonst tu ich's. Du hast die Wahl, Kumpel. Schön, dass du wieder dabei bist, Paddock. Bedrückt dich irgendwas? Außer der einen Sache natürlich. Beim Pokerspielen in England, da habe ich Scheiße erzählt, als wir uns gestritten haben. Ich wollte damals nur sagen, dass Marsh und Fryer draufgehen würden, wenn alles so bleibt, wie es ist. Und die anderen haben sich furchtbar darüber aufgeregt. Ich wollte doch nur helfen. Auf eine Schwachstelle hinweisen. Ich hab den falschen Ton getroffen. Mein Gott, es ist so, als hätte ich sie selber getötet. Soll ich dir Absolution erteilen? Wollt ihr mir verzeihen? Ich glaube nicht, dass du dir die Sache von uns verzeihen lassen musst. Du solltest mal mit Campbell reden. Er kann immer noch nicht sprechen. Aber zuhören. Ich hab noch was.
Etwas, das ich schon lange mit mir rumschleppe. Es wird dir nicht gefallen. Und was? Tut mir so leid. Leggett, was ist passiert? Das ist doch bescheuert. Wir sollten zurückgehen. Und wo ist momentan zurück? Da, wo dein Rücken hinzeigt. Mac hat gesagt... Großer Gott, Lex, seid ihr beiden verheiratet? Fahrt ihr zusammen in den Sommerurlaub? Ah, jetzt geht's wieder los. Leute, ihr könnt euch hier ein paar Macho-Geschichten anhören. Jungs! Weißt du, was dein Problem ist, Leggett? Du! Ganz genau! Du bist mein Problem! Nein, du! Könnt ihr zweimal die Klappe halten? Du kannst nicht mit Menschen umgehen. Alle hassen dich. Ach, alle hassen mich, Alan? Wach auf! Dich hassen sie auch! Die Jungs reden die ganze Zeit hinter deinem Rücken über dich. Sogar Garnett! Leggett, halt die Klappe! Hier sind überall Deutsche! Ist mir scheißegal. Hey, ihr Deutschen, wir sind hier! Kommt, legt uns um! Leggett. Wenn du nicht so eine Memme wärst, hättest du mir schon eine reingehauen. Gib mir einen Grund. Wie wär's denn damit, hä? Großer Gott, Leggett! Jetzt nicht! Das ist eine Sache zwischen mir und Alan. Die Schweine haben's auf uns abgesehen. Scheiße! Leggett, Alan, verschwindet sofort! Nein! Tut mir leid, Kevin. Baker! Leggett, erzähle niemandem, was du mir gerade gesagt hast. Warum? Weil sie dich sonst umlegen. Er hat nichts gesehen. Ich glaube, du wirst langsam verrückt. Was soll ich tun? Konzentrier dich. Auf der anderen Seite der Düne befindet sich eine Windmühle. Der Großteil der Deutschen hockt in den Häusern dahinter und leistet daraus Widerstand. Sie müssen eine Kampfgruppe da hochführen, damit der Gegner nicht fliehen kann. Paddock! Kriegst du mich und Holden da hoch? Ich würde ein Klavier da hochkriegen. Fordern Sie die Ari an und konzentrieren Sie dann Ihr Feuer auf jeden Crowd, der es da noch rausschaffen sollte. Die 502. und 506. gehen nach Ihnen nach Kövering rein. Sie werden dann sehen, auf wen Sie da stoßen. Viel Glück, meine Herren. Ja, Sir!
Wir richten die Funkverbindung ein. Okay, Paddock und Holden bleiben hinten und richten die Funkverbindung ein. McCreary, Dawson, Cortland, ihr geht mit Zanovich. McConnell, Roselli, ihr bleibt bei Campbell. Wir gehen alle zusammen rein. Die Ari in der Gegend rumballern lassen und wer fast ein Haus auf den Schädel gekracht? Paddock? Oh, das erklärt einiges. Also, sie sammeln sich an einer gut ausgebauten 8-8-Stellung an der Straßenabzweigung von hier. Ich habe ein paar Panzer für 0930 bestellt. Aber wir können uns erst mit der 506. zusammentun, wenn dieses Hindernis weg ist. Dann mal los. Ich hab dich nicht gefragt. Mac, ich sagte, ich hab verstanden. Natürlich hast du das. Nimm wenigstens einen der Panzer mit. Und viel Glück. In diesem kalten September betraten mehr als 34.000 Soldaten der alliierten niederländischen Boden, um in der Operation Market Garden den Krieg über den Rhein nach Deutschland zu tragen. Am 27. September konnten die kombinierten Angriffe des 506. und 502., darunter die Aufklärungseinheiten des 101., die deutschen Truppen aus Kövering zurückdrängen. Dort erfuhren die Männer des 101. auch, dass die britischen Streitkräfte in Arnheim ihre Stellungen gegen die übermächtigen deutschen Panzer nicht mehr halten konnten. Sie gaben alles, doch die erhoffte Verstärkung traf nie ein. Geschlagen und langsam ausblutend sollte das 30. Korps sein Ziel nie erreichen. Schließlich mussten die Alliierten das Ziel aufgeben, Arnheim einzunehmen. Sie hatten mehr als 17.000 Mann verloren. In nur 8 Tagen. Doch das war noch nicht das Ende. Und nichts Neues über Herzog? Nein. Ist schon 4 Tage her, aber Holden hat wohl gehört, dass es Corian soweit gut geht. Gute Nachrichten. Komisches Gefühl, wenn man verliert. Ein bisschen. Wenn das 30. Korps rechtzeitig gekommen wäre... Dann würden wir immer noch einen wahnwitzigen Plan eines wahnwitzigen Generals umsetzen.
Montgomery kriegt den Hals nicht voll. Was ist mit dir? Sie wissen es. Was denn? Was Leggett getan hat, was ich getan habe. Matt! Ich hab dir gesagt, lass es sein. Ich weiß. Es ist nur, wenn... Sieh mal nach Red. Der Arzt, dieser Gideon, will mit dir reden. Und alles klar mit dir? Matt, die ganze beschissene Zeit hast du genau gewusst, was denen passiert. Sam. Weißt du, lass einfach diese Scheiße sein. Wiederhol nicht immer meinen Namen und benimm dich nicht so. Nicht jetzt. Matt, wir werden nie wieder zusammen kämpfen. Ich habe auf Sie gewartet, Sergeant. Wir müssen uns unter vier Augen unterhalten. Wie geht's, Red? Deswegen unterhalten wir uns unter vier Augen. Er weiß noch nichts. In den letzten Tagen ist er immer mal wieder aufgewacht. Moment, was weiß er noch nicht, Doc? Tja, die Nerven in seinem unteren Brustbereich haben ein schweres Trauma erlitten. Sie gehören zum Rückenmark. Doc, was meinen Sie damit? Er ist gelähmt. Er weiß es aber nicht. Ich möchte, dass er es von jemandem erfährt, dem er vertraut. Wenn er bei Bewusstsein ist, fragt er meist nach Ihnen. Bist du oft K.O. gegangen, während ich weg war? Nein. Wer hat meinen Platz eingenommen? Erstmal Paddock. Wow, Paddock. Der Todesengel. Red? Wir müssen uns unterhalten. Geht's den anderen gut? Das mit Fryer weiß ich. Aber was ist mit den anderen? Denen geht's gut. Aber es geht um dich, Joe. Was? Gott, du kommst nach Hause. Du fährst zu Irma und Carol nach Hause. Du wirst einen ganz hervorragenden Vater abgeben. Das Gebäude, als es zusammenbrach. Matt. Du wirst nie wieder laufen können. Tut mir leid. Tut mir so leid. Sieh mich an. Nichts und niemand wird mich davon abhalten, dich zu finden, wenn das hier alles vorbei ist. Du bist mein bester Freund, Red. War nur einer von uns das alles wert? Ja. Wenigstens hast du was gelernt. Wie geht's ihm? Senno, ich kann nicht. Das kommt mir aber bekannt vor. Sieht so aus, als hätten wir viel mehr gemeinsam, als du gedacht hast. Der kugelsichere Matt Baker heult, weil er einen Freund verloren hat. Das ist nicht dasselbe. Tja, das ist ja der Haken an der Sache, oder? Es ist dasselbe. Da stehst du und brichst fast unter deiner eigenen Schuld zusammen. Du wiederholst dich. Wie die Geschichte. Ich lebe noch. Ganz im Gegensatz zu dir. Ach, wirklich?
Über mich gibt es nicht viel zu sagen, Matthew. Ich war schwach und zerbrechlich und wurde von deinem Geheimnis erdrückt. Ich habe dich beschützt. Ist das derselbe Schutz, den du Frankie angeboten hast? Er hat dir vertraut, Matthew. So wie die anderen auch. Aber die sind auch nicht hier. Wie viel ist dein Schutz denn wert? Hör auf. Bitte. Es ist noch lange nicht vorbei. Es liegt noch ein weiter Weg vor dir. Sag mal, Matthew, du bist durch die Hölle gegangen. Was hältst du von Schnee? Mit Schnee komme ich klar. Wo willst du mit der verdammten Kanone hin? Komisch, dass du von da oben noch keine Antwort erhalten hast. Du solltest es langsamer angehen lassen. Geht nicht, hab was vor. Alle Mann mir nach! Auf geht's! Oh Mann. Seit 10 Tagen geben hier alle wirklich ihr Letztes. Einige haben noch mehr gegeben. Wir haben Frankie verloren. Fryer und Marsh. Und Red. Bei diesem Einsturz wurde sein Rückgrat verletzt. Er ist gelähmt. Er wird nie wieder laufen können. Aber er kann sprechen. Weißt du, was er gesagt hat? Er wollte wissen, ob einer von uns das wert war. Wir alle haben Fehler gemacht und in Frage gestellt, was wir hier tun. Die Last des Krieges liegt schwer auf unseren Schultern, besonders wenn wir verlieren. Aber ich gehe keinen Schritt zurück. Ich bleibe an eurer Seite. Ich stehe hier und sage euch, ich führe euch direkt nach Berlin, wenn es sein muss. Und das wird wahrscheinlich passieren. Und ich weiß, dass einige von euch mir gerade nicht vertrauen. Einige von euch halten sich an einem Aberglauben fest. Das hört jetzt sofort auf. Ich weiß, dass wir alle einen Sündenbock brauchen. Aber es ist nur eine gottverdammte Knarre. Und hier sind wir nun. Brüder, Väter, Heilige und Sünder. Tragen wir den Kampf wieder zu den Deutschen. Meine Fresse. Was für eine wunderschöne Rede. Kann nicht. Wodurch zeichnet sich ein guter Soldat aus? Durch sein Hirn? Oder sein Herz?